Moin Moin Leute, ich bin's wieder, der Patrick auf dem Kochkanal von Cookattack TV. Es gab lange nichts von mir, heute gibt's wieder was von mir, wie ihr seht. Sonst wäre ich jetzt hier nicht im Video und nicht auf meinem Kanal. Wir machen heute lecker Stockbrot. Ich muss für die Feuerwehr Stockbrot machen für den Wintermarkt. Und da dachte ich mir, da zeige ich euch das. Sieht schon ein bisschen verwüstet aus, weil ich schon eine Charge gemacht habe. Wir haben es auch schon angefangen zu filmen, aber leider, weil die Kamera, also ich bin gerade im Umbauphase so vom Wohnzimmer und die Kamera lag halt in meinem Schlafzimmer und da war es halt ein bisschen kälter und als ich die rausgeholt habe in die Küche und dann schon angefangen habe zu filmen, habe ich natürlich nicht mitbeachtet, dass dieses Objekt, die Linse, beschlagen ist. Gut, jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Easy Rezept, Eier, Magerquark, Mehl, Backpulver, Prise Salz, Öl, Milch, zwei Eier, mehr ist das glaube ich. Wir machen das Ganze natürlich für mehrere Portionen. Wir machen das Rezept sechsmal quasi und immer einmal nach und nach so. Ne? Die zwei Eier eigentlich das ganze Rezept nur gut vermischen. Prise Salz dazu, Öl, 12 Esslöffel sind das, habe ich ausgewogen, 100 Milliliter, weil sonst 12 Löffel bist du die ganze Zeit da, so, für Pommes. Das Ganze gibt es dann noch mit Milch, das sind dann 50 Gramm. Milliliter. Ist dasselbe. Da muss ich mal klugscheißern. Die Variable zwischen Millilitern und Gramm ist sehr gering. Der Unterschied. Was habe ich gesagt? Die Differenz. Die Variable. Die Variable. Die Variable ist in dem Fall immer X. Scheiß drauf, wo war ich die ganze Zeit? Ich war die ganze Zeit auf meinem Zweitkanal. Der ein oder andere hat den vielleicht auch abonniert. Wenn nicht, tut es. Ich streame zurzeit sehr gerne. Hab da mich auch ein bisschen eingelesen, ein bisschen professioneller gemacht. In Sachen Overlay. Und wenn wir vorne oder so einen Text neu finden und Sound und ja, Zoom-Leute total gerne besonders weg. Zuschauer und sich sind aufgegeben. Aber vielleicht könnt ihr das ja ändern. twitch.tv/pad8 quasi. Auf Facebook bin ich auch dabei mit PAAD8 und vorher natürlich facebook.com/pad8 quasi mit AA geschrieben. Der andere war schon vergeben, war ich sehr traurig. Da erfahrt ihr immer, wenn ich streame, wann ich streame und was ich sonst so reinschreibe über Counter-Strike und die Games. Ja. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. So, ein Päckchen Backpulver plus einen Teelöffel. Habe ich jetzt genommen. Das sind 6 Stück. Aber hier steht irgendwie drauf für 500 Gramm Mehl. Schauen wir mal. So, jetzt habe ich eigentlich alles. Jetzt verrühren wir das Ganze. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt ist das Ganze ganz grob verrührt, verkühlt. Jetzt kommt die Handarbeit. Jetzt wird das Ganze schön geknetet, bis ihr so einen schönen Ball habt. Mein Kameramann schwenkt mal rüber zu dem anderen Ball. Da seht ihr dann, so sollte es dann aussehen, die Kugel. Wir werden das Ganze in 120 bis 100 Gramm Portionen in Gefrierbeute packen und dann kann das in 2-3 Stündchen die Kids über dem Lagerfeuer bearbeiten. Ja, so das Ganze wird dann schön durchgeknetet hier, das ganze Mehl noch mit einarbeiten. Das schafft er natürlich mit so einem Rührapparat hier nicht, das ist nur zum groben Zerkleinern, ansonsten wird der
komplett schmierige Hände kriegen. So, ordentlich durch, bis er merkt, so, ja, das ist nicht mehr so mehlig, das ist schön, der Teig klebt leicht, dann müsst ihr, dass die Konsistenz gut ist, ordentlich durchknallen, dann könnt ihr eure ganze Aggression, eure ganze Wut nochmal reinlegen, wenn ihr Bock drauf habt. So, bin jetzt voller Mehl, voller alles hier. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns auf meinem Zweitkanal auch mal und habt vielleicht auf meinem Livestream dabei zu sein. Bis dahin, haut rein, viel Spaß, adieu.